Achso, ich habe keine bei. Ich habe auch keine dabei. Nö, brauchen wir auch keine. Okay, wir sind online. Wir sind ja 12 Mal geimpft, ja. Ja, hallo und herzlich willkommen bei The Spine Specialist. Heute sind wir bei einem Geschäftsmeeting, beziehungsweise auf dem Weg dahin. Ja, wollte euch nur ganz kurz ankündigen, wir drehen quasi heute unser aktuelles YouTube-Video. Idee dabei war Frage- und Antwortspiel, weil die Community einfach viele Fragen gestellt hat, die wir mal quasi in Gänze mal beantworten wollten. Von daher viel Spaß dabei und auf YouTube gibt es dann mehr. Aber Kraftsport, Krafttraining ist auch so ein kleines Hobby von dir. Das ist schon mein Ding, das ist mein Hobby, mache ich auch sehr, sehr gerne. Im Moment muss ich sagen, durch diesen Wechsel hier nach Mainz hat sich das auch etwas verändert. Also ich habe es quasi früher jeden Tag gemacht, ja, mittlerweile habe ich es ein bisschen zurückgeschraubt, ist aber noch völlig in Ordnung. Also das ist absolut okay. Ah, da war übrigens, sorry, weil wir uns zwar so beeilen müssen, wir sind nämlich gleich da. Noch eine Frage, wie haben wir beide uns kennengelernt, war noch eine Frage. Ja, war letztendlich auch über die Sportschiene. Also wir haben uns im Fitnessstudio kennengelernt und zwar im Zusammenhang mit dem dortigen Leiter und dem Geschäftsführer. Dort haben wir dann das erste Mal gesprochen und mal so die ersten Ideen ausgetauscht. Und da war mir schon klar, irgendwie das Sportthema macht er natürlich ganz gerne, aber ist natürlich auch in meinem Zusammenhang aus deiner Vergangenheit heraus zu bewerten ja schon so, dass du in diesen Themen natürlich absoluter Experte bist. Also du machst das jetzt auch schon sehr, sehr lange und hast eine riesen Erfahrung. Und das ist, glaube ich, das, was uns auch ganz gut ergänzt, weil wir das, was wir oder was jeder als spezifisches Thema irgendwo in sich hat, in diese Waagschale werfen kann. Und wir vereinen jetzt gerade dieses Wissen und produzieren das, was wir gerade machen. Das ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Ja. Und dann haben wir noch eine Sache, und zwar haben sich ein paar Leute gewundert, Social Media. Jetzt haben wir einen Chefarzt der Neurochirurgie, wahrscheinlich sogar einer der jüngsten Chefärzte der Neurochirurgie in ganz Deutschland. Und dann kam die Frage, warum und wieso Social Media ja schon eigentlich für einen Arzt ein sehr unkonventioneller Weg, in Anführungsstrichen. Was sagst du dazu? War auch ein Thema und ich habe lange, lange darüber nachgedacht. Also die Idee war, wenn du irgendwo neu anfängst, wie machst du Werbung, Marketing so für eine Abteilung? Und der konventionelle Weg ist letztendlich, dass man jetzt, in Anführungsstrichen, hier man druckt ein paar Flyer, man geht in die Zeitung, so das Übliche, was man halt macht. Das sind alles Dinge, die sind auch parallel gemacht worden, gar keine Frage. Aber wir wollten es einfach neu machen. Und in Absprache mit der Geschäftsleitung war das Thema Social Media einfach sehr präsent. Und ich habe dann gesagt, so jetzt habe ich die Gelegenheit und ich habe die Unterstützung auch seitens des Konzerns. Und deswegen haben wir das dann genutzt. Und mit diesem Thema sind wir dann auch in die Richtung Marketing und Werbung gegangen. Und ich war völlig erstaunt. Also wir haben gesagt, wir machen es breit. Wir nutzen alles, was uns an Social Media zur Verfügung steht oder nutzen alle Portale und haben von TikTok bis YouTube alles gemacht und haben es aber auch versucht, in entsprechenden Qualität zu machen. Und ich war sehr überrascht, dass selbst die Portale, die nicht primär in Anführungsstrichen wissenschaftlich basiert zu nutzen sind, als Beispiel TikTok oder sowas, wo man sagt, naja, was macht man da eigentlich? Man stellt ein paar Videos rein und so weiter. Ja, das mag sozusagen irgendwie jetzt erstmal banal klingen und man kann sagen, ja. Aber auch hier war es so, dass wir Patienten rekrutiert haben und der Hintergrund war relativ einfach. Ich habe die Patienten gefragt, wie sind sie auf uns gekommen oder wie kam das? Und die Antwort war ganz einfach, ja, meine Enkelin, meine Tochter, mein Sohn so hat sie gesehen und in dem Zusammenhang habe ich mich dann dafür interessiert. Und so kam es dann, dass man gesagt hat, dann sucht man nach demjenigen und man war plötzlich auf allen, über alle Kanäle irgendwo erreichbar und präsent und konnte dann das Wissen halt irgendwie vermitteln. Und das fand ich sehr, sehr, sehr erstaunlich. Aber wie gesagt, ich mache es sehr gerne, es funktioniert sehr gut. Ich bin froh, dass wir den Leuten das Wissen vermitteln können. Und jetzt müssen wir kurz stoppen, weil ich in die Tiefgarage fahre. Gab es so ein Wow-Moment, wo man eigentlich schon dachte, okay, da haben wir jetzt gerade so dem schlechten Ausgang so ein Schnippchen geschlagen? Ja, gab es ein paar Mal. Also oftmals war es so, dass Patienten quasi sehr kritisch in den OP-Saal gefahren wurden. Gerade bei Kopfverletzungen, oder Hirnblutungen. Ja. Was in den anderen Häusern, in denen du warst, halt öfter auch der Fall war? Definitiv, ja. Ich war ja meistens immer in irgendwelchen Häusern, die halt mit der Traumaversorgung auch was zu tun hatten, sodass man dann
sowas ja auch in seiner Laufbahn irgendwie durchlebt. Und ich muss sagen, traumatische Verletzungen, das sind ja quasi in Anführungsstrichen, das sind ja die Sachen, die man ja sonst so ein bisschen auch sieht, also auch medial sieht. Ne? Dann geht es dem Patienten schlecht, der muss in den OP-Saal gefahren werden, man muss was tun, sonst verstirbt er. Und solche Situationen spielen sich ja natürlich auch im wahren Leben ab. Und da kann ich mich an einige Sachen erinnern, einige Ereignisse erinnern, die so heftig waren, als dass der Patient oder die Patientin dann verstorben wäre, hätte man nichts getan. Und man hat sich danach wirklich gefreut, auch als Team gefreut, wenn das gut gegangen ist. Und ja, das sind natürlich schöne Sachen. Also ist übrigens auch etwas, finde ich jetzt, im Rahmen seiner Ausbildung, wenn du den Punkt erreicht hast, dass du so eine Situation so gut im Griff hast, weil du es mit deiner Ruhe, mit deiner Erfahrung und mit deinem handwerklichen Können hinkriegst, sowas zu retten, dann bist du irgendwo angekommen, so auch in deiner fachlichen Weiterbildung. Und das klingt jetzt doof, das soll jetzt auch gar nicht so heroisch klingen, weil es ist überhaupt nicht so gemeint, dass man sich selbst jetzt irgendwie da in den Vordergrund spielen möchte, gar nicht, sondern ich meine damit jeden, der jeden Tag sowas macht. Ja. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, aber das betrifft nicht nur den Arzt, das betrifft genauso auch die Pflege und das Drumherum eigentlich. Ja, also, ja, oder Feuerwehr oder was es halt, ja, also so ja. gibt, ne? wo einfach auch klar wird, da ist doch eine gewisse Verantwortung im Spiel. Klar. Und ich glaube auch aufgrund der Tatsache zu sehen, was ist, wenn man nicht perfekt oder gut ausgebildet oder sich sicher in seiner Sache fühlt, ja. was kann aufgrund dessen eventuell passieren? Ne? Was, ja. Das ist halt die Kette der Ereignisse, also vom Unfallort, von den Rettungskräften bis hin zum vernünftigen Transport, dem Notarzt, der das gut überwachen muss, der Notaufnahme des Schockraums, die dann funktionieren müssen, gute Diagnostik, dann anschließend gute operative Versorgung. Das ist so dieses Konstrukt, hat mich immer beeindruckt, weil das ist so eine Maschinerie. Das habe ich auch in meiner Zeit bei der Bundeswehr im Auslandseinsatz zum Beispiel kennengelernt. Das funktioniert irgendwie dann, also so auch gut. Und das sind dann ja meistens immer die gleichen Leute, die man dann irgendwie in so einem Job dann an den Stellen sieht. Aber das sind alles für sich Experten auf dem Gebiet, was sie da tun. Und deswegen finde ich das irgendwie gut. Es hat mir immer Spaß gemacht, auch in so einem Team zu arbeiten. Ich bin auch ein Teamplayer, also ich fand das immer sehr, sehr gut, wenn man das zusammen gelöst hat. Und von dem her eine sehr schöne Sache. Ich finde auch, also ich habe jahrelang früher hochklassig Fußball gespielt, in der Jugend, und habe dann ja in den Einzelsport gewechselt. Mhm. Und ich persönlich finde, einen Erfolg, den du im Team generierst, sei es jetzt ein Punkt, ein Tor, was auch immer, ist immer ein anderes Gefühl, weil ja mehrere Menschen in dieser Kette beteiligt waren und perfekt funktionieren mussten, als wenn du es im Individualsport machst, also einzeln. Ist auch wirklich so. Dieses Gefühl, was du im Team hast, wenn du was erreichen kannst, finde ich nochmal ein ganz anderes Level. Definitiv. Kann ich nur so zurückgeben. Also habe auch jahrelang Fußball gespielt, habe die gleichen Erlebnisse gemacht. Also Teamgedanke ist sehr, sehr wichtig. Und in dem Job sowieso. Also das ist so als One-Man-Show funktioniert das eigentlich nie gut. Und du musst auch überlegen, wie viele Stunden, wie viele Tage du in so einer Klinik ja bist. Also wenn du da Leute um dich herum hast, mit denen das einfach auch von der Chemie nicht gut funktioniert, dann macht der Job ja auch irgendwie keinen Spaß. Und von dem her, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch vernünftige Arbeitskollegen hat. Manchmal ist das so, du verbringst so viel Zeit in dieser Klinik, dass man zum Teil wirklich sagen kann, das ist nun mal auch so wie so eine kleine zweite Familie. Hm. Und da ist jetzt auch nicht jeden Tag super, aber zumindest so, dass man sagen kann, ja, irgendwo verstehen die einen, ja, irgendwo kennt man sich, irgendwo vertraut man sich. Das sind Sachen, die wichtig sind. Jetzt haben wir sehr, sehr viel erfahren, also auch sehr viel Neues, glaube ich. Schon erstmal vielen Dank dafür. Die zweite Sache ist, möchtest du irgendwas zurückgeben, irgendwas sagen? Möchtest du auch irgendeine Frage nach draußen stellen? Das ist mal eine sehr gute Frage, ne? ja, natürlich will ich mich bedanken. Anders als die anderen, ne? Ja, natürlich. Das ist mal eine sehr gute Frage. Anders als die anderen. Nein, schon gut. Ich weiß, wie es gemeint ist. Ja. Nein, also ich will mich natürlich bedanken. Das ist, ich glaube, alle, die uns bis jetzt unterstützt haben, alle, die uns bis jetzt folgen, alle, die uns abonnieren und vor allem halt auch das Kommentieren. Das finde ich immer sehr, sehr gut, weil man selbst kann das, glaube ich, nicht so gut einschätzen. Aber all denen bin ich natürlich dankbar.
Ich hoffe einfach, dass diese Botschaft, die wir nach außen tragen, auch so ankommt. Ja, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe einfach, dass es so weitergeht und dass wir den Leuten irgendwie das übermitteln oder dass wir es schaffen, es so zu vermitteln, wie wir es uns eigentlich vorstellen, wie wir das eigentlich gern vorhaben. Und, was ich auch schön finde, ist, wo wir einfach gestern zusammengesessen haben, die Anzahl der Follower auf YouTube hat sich innerhalb eines Tages fast verdoppelt. Ja, das war irre. Und ich meine, das sind kleine Erfolge jetzt am Anfang und gerade jetzt ist es ja auch wichtig, dass jeder Klick zählt sozusagen, auch für den Algorithmus. Aber das hat uns ja auch eine Riesenfreude bereitet, ne? Absolut. Also einfach zu sagen, dass jetzt mehr als 150 Leute sagen, okay, wir möchten gerne noch weitere Sachen von euch sehen. Ja, aber ich glaube, das zeigt auch, dass wir das Interesse der Leute geweckt haben und deswegen sage ich, ihr gestaltet gerade diesen Kanal mit und wann immer irgendwie einer ist, der sagt, irgendwas hätte ich noch gern spezifisch mal gewusst oder was auch immer, dann herzlich gerne. Von daher, bevor jetzt die Ampel auf grün schaltet und ich in die nächste Garage fahre, sage ich Tschüss an der Stelle, danke fürs Zuschauen, bis bald und ich hoffe, es hat euch gefallen.